Ich habe euch gefragt, welches Bier ich aus der aktuellen Biertasting Club Box trinken sollte. Ihr habt euch entschieden, welches Bier das ist. Das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, dieses Mal war es ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen einem französischen Bier und einem Bier aus Bayern. Und die Wahl ist gefallen auf das Schnitzelbaumer Hell, aber ich verspreche euch, das französische Bier gibt es selbstverständlich auch bald. Lagerbier aus Bayern von der Privatbrauerei Schnitzelbauer aus Traunstein, wenn ich mich richtig erinnere, genau. 4,9 Volumenprozent Alkohol und 11,9 Grad Plato. Und ich habe versucht, weil ich in der Brauerei nichts gewusst habe, ich habe mich versucht, ein bisschen im Internet schlau zu machen. Und sie haben eine sehr, sehr schön gestaltete Homepage, wo auch die Geschichte der Brauerei Schnitzelbaumer erzählt wird. Und es geht dort relativ turbulent zu. Es beginnt im 16. Jahrhundert und endet jetzt eigentlich 2014, wo es die Übergabe der Brauerei von den Schnitzelbaumers an die Familie Frauendörfer, die stehen nämlich hier unten auch mit drauf, gibt. Gab da drei Töchter, die alle außerhalb des Brauwesens ihre berufliche Zukunft sahen, und dann wurde die Brauerei eben aus dem Familienbesitz herausgegeben, verkauft. Ich weiß es nicht genau, aber zumindest ist jetzt die Familie Frauendörfer dafür zuständig. Offensichtlich aber eine sehr offene Familie, die diese Biere jetzt in alter Tradition auf der einen Seite weiter braut, auf der anderen Seite offenbar aber auch offen ist für die modernen Bierstile. Denn Überquell zum Beispiel oder Yankee & Crowd haben dort schon Biere gebraut, und insofern scheint man dort auch offen zu sein für moderne Bierstile und offensichtlich auch die Kompetenz dafür zu haben. Das Weitere unterstreicht, dass dieses Bier beim World Beer Award 2017, 2018 und 2019 zweimal Bronze, einmal Silber gewonnen hat, bei den Meininger Craft Beer Awards 2017 auch Gold bekommen hat. Also so schlecht, glaube ich, kann es nicht sein. Und dann ist eure Wahl vermutlich eine sehr gute gewesen. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze an. Hier oben drauf noch eine wirklich sehr vom Design her Oldschool Bottle Cap mit BS, was vermutlich für Brauerei Schnitzelbaumer steht. Oder der einer der Gründer hatte ein B als Vornamen, vielleicht hieß er Berti. Was ich lustig fand, übrigens hier MHD, 24.12. Also ich hätte mir noch ein bisschen Zeit lassen können und hätte es dann unter dem Christbaum verkosten können. Aber das wollte ich A nicht tun und B, da muss ich ja ganz schön kämpfen hier, um an mein Bier ranzukommen. So, schauen wir uns das Ganze mal im Glas an. Klassisches bayerisches Helles erwarte ich jetzt. Mal sehen, was geliefert wird. Und ich würde mal sagen, schaut zumindest optisch schon mal sehr, sehr nach einem klassischen Hellen aus. Klare, bisschen blassere, goldene Farbe. Ein zwei Finger breit feiner Schaum oben drauf, der mehr leidlich am Glas hängt. Vielleicht ändert sich das später noch ein bisschen. Ansonsten ein bisschen Kohlensäure sichtbar im Glas. Und schau mal, was geschmacklich bzw. erstmal aromatisch zu bieten hat. Ah, es ist eher so auf der strohig-malzigen Seite zu Hause. Ganz dezenter, grasiger Hopfen. Aber jetzt tatsächlich keine Aromabombe. Ja, in diesem Sinne. Cheers! Ja, es ist so ein Mittelding, würde ich sagen. Also auf der einen Seite hat es eine schöne, dezente Süße, auf der anderen Seite eine schöne, dezente, leichte, bittere. Aber es ist trotzdem so auf dieser strohig-malzigen Seite zu Hause. Ein bisschen grasiger Hopfen. Nicht zu vollmundig. Eher so irgendwo so zwischen schlank und mittlerem Körper unterwegs. Kohlensäure, habt ihr gesehen, ist... Ja, übrigens, jetzt hängt der Schaum auch schön am Glas. Davon einfach wahrscheinlich nicht genug Platz gehabt. Also, das kriegen wir schön hin. Es ist keine Komplexitätsbombe. Es ist das, was man in Wahrheit, glaube ich, erwartet, wenn man ein bayerisches Helles bestellt. Und
Ich habe auf der Webseite, habe ich noch gelesen, dass es einen hohen Endvergärungsgrad hat. Und das würde ich jetzt, hätte ich jetzt nämlich sowieso dem Bier, glaube ich, bescheinigt. Es wird hinten raus, merkt man so richtig, wie es noch ein bisschen zieht. Und das Bier deutlich trockener wird. Die Bittere geht ein klein bisschen nach oben. In Summe bleibt es jetzt ein sehr solides, gutes, bayerisches, helles, ohne Ecken und Kanten. Und ich wäre tatsächlich gespannt auf andere Biere noch von Schnitzelbaumer. Ich glaube, das ist vermutlich einer der Bestseller, stand auch ganz oben auf der Bierliste. Aber da waren noch andere Biere, wo ich glaube, da geht es dann ein bisschen komplexer und da geht es dann auch ein bisschen mehr in die Tiefe. Für das Lagerbier Hell, das ich aus der Kalea Beer Tasting Club Monatsbox gezaubert habe, gibt es von ProbierTV 3 von 5 möglichen Punkten für das helle Lager aus der Brauerei Schnitzelbaumer aus Traunstein. Und wenn ihr dieses Bier kennt, beziehungsweise die Brauerei und mir andere Biere von denen empfehlen wollt oder mir sagen wollt, dass für euch das Lagerbier 5 von 5 verdient hätte, dann bin ich frei für eure Kommentare und lasst mich einfach mal eure Meinung wissen, beziehungsweise was es noch für andere Biere von den Schnitzelbaumers oder jetzt Frauendörfers gibt. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Bier. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.